Jo, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Phoenix näherte sich vorsichtig dem von Ebern bewachten Gewölbe. Eber wie jene, die einst auch Adonis zerfleischt hatten. Hat Adonis sich nicht zu Tode gelangweilt, weil du ihm was erzählt hast? Zu Immortals Phoenix Rising, und ihr habt schon gehört, wir haben heute vor, in diesen Dungeon hier reinzugehen und mal zu schauen, was wir dort für Rätsel zu lösen haben, um die zweite Träne von Aphrodite zurückzuholen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt gleich mal los. Hoffe mal, die Eber sind hier nicht zu schwer, ne? Das geht schon. So, den ersten haben wir. Wir haben allerdings keine Granatäpfel mehr. Aber gut ist, wir haben noch Pilze. Nummer 3 kriegen wir auch noch. Nummer 3 kriegen wir auch noch, ganz klar. Wow, der hätte uns auch fast gekriegt. Sehr gut. Die hätten wir schon mal beseitigt. Und dann können wir uns jetzt ganz geschmeidig dem Gewölbe hier widmen. Ich habe gerade geschaut, ob wir hier noch Äpfel eventuell haben, aber da hinten sind welche, ne? Da werden wir da mal kurz hinflitzen. Hier sind jede Menge. Die Schweine müssten uns eigentlich in Ruhe lassen. Ich denke mal, im Gewölbe werden wir ja nicht so viel brauchen. Es sei denn, da kommt ein Gegner, aber damit rechne ich eher dann im dritten Gewölbe, ne? Weil es ja dann auch dementsprechend das letzte sein wird. Aber man weiß ja nie. Deshalb lieber ein bisschen parat haben. Da können wir nichts verkehrt machen, ne? Sowieso nicht. Heilung ist immer gut. Hier einmal an der Quelle sind, dann sollten wir uns die sowieso gönnen. Gut, ich würde sagen, den Baum hier noch. Und dann gehen wir erstmal rein. So, 21 Äpfel.
würde ich sagen. Ab ins Gewölbe. Ich bin sehr gespannt darauf. Und freue mich, wieder mal oder wieder Rätsel zu lösen. Was muss ich denn hier machen eigentlich? Okay, muss ich den beseitigen vielleicht? Ah ja. Fall des Adonis. Dann wollen wir mal schauen. Ja, fast. Wir müssen die Kugel darüber bekommen. Ja, ein bisschen zeitiger. Noch zeitiger. Noch zeitiger. Schon wieder zu spät. Mist, das war zu zeitig, ne? Da oben liegen oder? Ah, okay, okay, wir haben's. Wir haben es. So. Was jetzt? Ah ja, ich glaube, ich weiß wie. Kommen wir nicht, ne? Mit Gleiten eventuell? Ja doch, das müsste gehen. Das müsste gehen, Leute. Ja, das funktioniert. So. Gut. Das ist wahrscheinlich nur für die Kugeln da gewesen. Der Luftzug. Und hier müssen wir uns dann wieder rübergleiten lassen. Jawohl. So muss das laufen. Fast eine Punktlandung hier. Okay. Was bewirkt der Hebel? Ah, okay.
Sehr gut. Jawohl. Ah ja, gut. Ja. Kann man machen. Jawohl. Aber was muss ich denn da tun? Ah, okay. Okay, okay, okay. Ah, okay, okay. Wir haben's. Wir haben es. Let's go. Das funktioniert doch wunderbar. Nice, nice. Hier ist klar, was wir machen müssen. Hier haben wir wieder einen Speicherpunkt. Ich glaube, wir müssen die Kugel da ganz rüber bekommen, ne? Ja. Jawohl. Einer ist drüben. Reicht das vielleicht schon? Jawohl. Sehr schön. So, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt... Very nice. So macht das Laune. Okay, und jetzt hier hoch, ne? So. Okay, weiter geht's. Oh yes. Jetzt wird's vielleicht ein kleines bisschen knifflig werden. Volle Konzentration. Nein, nein, nein. Da war wieder die falsche Taste am Start. Gut, aber wir haben ja freie Bahn. Nur der... der leuchtet, ne? Also dürften eigentlich alle Gegebenheiten, ja, müssen eigentlich nur noch rüber.
okidoki. Jetzt aber. Hätten wir? Da ist die Träne. Hier fand Phoenix die Träne, die das tragische Ende von Adonis markierte. Ein Tod bloß, die Liebe, Leute. Die Aphrodite für ihn empfand, würde niemals sterben. Ja, ja! Ein Eber mag den sterblichen Adonis besiegt haben, aber die Eber dieses Gewölbes konnten unseren Helden nicht bezwingen. Da lächelst du schon wieder. Hast du Spaß? Ja? Immer. Außer wenn der Adler kommt, um eine Leber zu fressen. Stimmt, dann habe ich immer Spaß. Ich bin die ewige Wahrheit. Dann würde ich sagen, ich bin eure neue Welt. Wir machen uns noch auf den Weg zum nächsten Gewölbe. Aber richtig heftig aus, ne? Okay. Hier ist es wohl noch nicht. Sind so fette Bären. Den möchte ich jetzt noch nicht kämpfen, deswegen nehme ich den Weg. Sehr schön. Wow, was ist das denn? Alter, sieht das nice aus. Hier muss wieder irgendwo eine Kiste sein, nehme ich an. Aber ich glaube... Ach nee, ich dachte, das ist ein Minotaurus. Ist aber gar nicht. Weit ist es ja nicht mehr. Weiter runter, ne? Wir müssen wohl hier runter.
Naja. Ein bisschen Schaden ist nicht schlimm. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle einen Schnitt und machen dann von hier aus in der nächsten Folge weiter, wie wir das immer so handhaben. Ich hoffe, die Folge und das Gewölbe hat euch gefallen. Also mir hat es wirklich super gefallen. Ne? Das war das beste Gewölbe, das was ich bis jetzt am besten gefunden habe. Auf jeden Fall. Und ich fand es auch relativ easy, vielleicht weil es mir so gut gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ihr wisst das, kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich wie immer besonders freuen. Dann könnt ihr nichts verpassen auf meinem Kanal. Wenn ihr dann zusätzlich noch die Glocke aktiviert, bekommt ihr sogar Benachrichtigungen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.